Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zur dritten Folge von The Long Dark, Wintermute. Ja, dumm gelaufen mit den Hagebutten. Ich musste das in dem Menü hier machen. Ich hab's jetzt endlich raus. Und ja, danke nochmal an den, dem ich das zu verdanken habe, dass ich's jetzt weiß. So, die müssen nämlich vorbereitet werden, bevor man die ins Feuer haut. Und ja, vorher geht da gar nichts. Ja, ich mach mal am besten zwei Stück. Nur nicht, dass mir das Feuer jetzt noch ausgeht. So, gegessen habe ich jetzt auch nichts. 1 Stunde 7. So, und endlich. Jetzt müsste man die irgendwo sehen. Da. Zubereitete Hagebutten. Da können wir uns jetzt einen Tee draus machen und der heilt uns die ganzen verdammten Wunden. Verdient. Aber so ziemlich. So, ja, wobei, ich denke mal, man könnte noch einen gebrauchen. Warte mal kurz. Machen wir uns noch einen Hagebuttentee. Den trinke ich, glaube ich, sogar zuerst. Genau. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Unter Essen ist der jetzt nicht aufgelistet. Hier. Müsste die Verletzung jetzt auch geheilt sein. Ja, genau. Ein Hagebuttentee und schon ist dein verstauchter Knöchel wieder gut. Antiseptikum bringt da gar nichts, so wie Antibiotika. Überhaupt nicht. Nein. Ich bin kein Fan von Antibiotikern, aber ich sag mal so. Mit einem Hagebuttentee ist dir da auch nicht 100% geholfen. Macht einfach keinen Sinn. Ja, und schon sind wir am fünften Tag. Das war eigentlich auch schon alles. Ich habe ja gesagt, es ist nicht schwer. Ich habe so das Gefühl, der Sturm kommt gleich wieder. Nö, aber es scheint. Ja, aber es scheint arschkalt zu sein. Er glaubt, er kann jetzt klettern. Dein Wissen kann dich retten, wenn du deine eigenen Taten oder die Interaktion mit anderen Personen. Oh, hä? Wenn du durch deine eigenen Taten oder die Interaktion mit anderen Personen mehr über die Welt erfährst, schaltest du Wissen zu Personen, Orten, Gegenständen und Aktionen frei. Noch tieferes Wissen sammelst du dir, indem du das Vertrauen anderer Überlebender auf deinem Wege gewinnst. Schlage dieses Wissen jederzeit in deinem Tagebuch nach. Ich denke mal, ich komme schon irgendwie klar. So, ich denke mal, hier ist soweit alles ausgebeutet. Der PC lässt mich auch langsam merken, dass ich schon wieder zu lange aufgenommen habe. Obwohl oben immer schön fest die 60 steht. Aber trauen kann man dieser Zahl ja eh nicht. Was ist eigentlich mit ihrem Rucksack? Warum kann ich da nichts mitnehmen? Ich kann den doch nicht einfach liegen lassen, aber Hauptsache ich nehme den blöden Koffer mit. Wobei ich nicht mal weiß, was da drin ist. Der könnte genauso gut leer sein. So, nach 5 Tagen schafft das denn jetzt endlich mal 3 Meter weiterzukommen. Guter Junge. Nee, im Ernst, das Erste, was ich gemacht hätte, wäre mich da zu verdrücken. Da will man doch nicht bleiben. Boah, das ist aber ein großer Hagebuttenstrauch. Oder ich bin nur nah dran. Nee, der ist groß. In der Tat. In der Tat. So, gib mal her hier. Da muss ich auch wieder hoch. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas zum Einsammeln? Nö. Hätte man schön verstecken können an der Stelle. So Easter Eggs wären auch cool. Und Achievements. Die sind auch ganz wichtig. So, nein, ich wollte gar nicht hoch. Ich wollte die blöden Hagebutten einsammeln. Von oben werde ich das nicht mehr können. Egal. Und am Ende gibt es ein Achievement, sammle auf deinem Weg irgendwie alle Hagebutten ein. Und dann habe ich einen Strauch übersehen. Hätte ich die ganze Scheiße nochmal spielen. Boah, nee. Nee, ey. Aber diese ganzen Hagebutten sind ja nicht wirklich schwierig. Und die kann man gut gebrauchen später. Ein Glück. Endlich geschafft. Du meinst, du hättest es geschafft? Ja. Da wird noch so einiges kommen, mein Freund. Glaub mir. Ich kenne die Entwickler von The Long Dark. Die bauen mal gerne was ein, wo du dann ziemlich lange dran rumhaperst. Oder wo du mal ganz schnell tot bist. Ich kenne dieses Spiel. Hier könnte man auch in die Spalte reinfallen. Und nicht mehr rauskommen. Naja, immerhin, es geht weiter. Es hat jetzt 5 Tage gedauert, aber immerhin hat es sich ein bisschen gelohnt, scheinbar. So, hier ist der Rest vom Flugzeug. Aber nichts Brauchbares mehr.
Steine. Boah. I sure hope Astrid's not in there. Ja, das wäre schön. Erstmal hier Screenshot. Oh. Oh. Yeah, I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Hmm? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Die waren mal verheiratet. What's going on? Power's gone. The whole electrical system looks fried. Shit! What's ein magnetischer Sturm. We're going down. Hold tight. Will? Ah, okay. Dann weiß ich ja jetzt ein bisschen mehr. Die Reise beginnt. Was? Ich bin jetzt schon mit den Hagebutten am Verzweifeln gewesen. Was wollt ihr von mir? Sure, which of us looks worse? Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Boah. Ist ganz schön weitläufig hier. Also nicht der Bereich, in dem ich mich bewege, aber die Karte an sich. Und ich weiß, dass man auch durchaus so weit laufen kann, dass das Spiel das auf jeden Fall hergibt. Und das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt. Wenn das jetzt noch im Story-Modus eingebunden werden würde, so selbst überleben, boah. Wenn die das geschafft hätten, Wahnsinn. Ich werde mal gucken, wie das so aussieht. Ich denke mal spätestens so in einer Stunde wissen wir es. Das kommt dann alles noch. Ich werde hier erstmal schön das Holz mitnehmen. Das wird eh verheizt beim nächsten Mal. Und da gibt es wieder was zu mampfen. Und was zu trinken. Das ist doch schon mal schön. Wenigstens ein paar Vorräte. Ja, ich habe nichts verlernt. Wie auch immer man mit bloßen Händen so eine Kiste kaputt kriegt. Respekt an denjenigen, der schafft. Großen Respekt sogar. Ich bin echt glücklich, dass ich das gerade spielen darf. Oh. Sprinten, rennen um dein Leben. Warte mal, wieso rennen um dein Leben? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie irgendwie Wölfe oder sowas kommen. Ich mag diese Wölfe nicht. Jedes Mal, wenn die angeschissen kommen, rege ich mich auf. Aber ich muss mich in Ruhe umschauen. Dass es mal ganz klar ist hier, ne? 100 pro Wölfe. Ich habe so keinen Bock, denen jetzt zu begegnen.
Weil das bedeutet jedes Mal viel Rumgeklicke, Quicktime-Events und Blutverlust. Also. Ja, das lasse ich liegen, größere Sachen. Aber so ein bisschen Holz sammeln, das kann ja ganz hilfreich sein. So. Ja, da wird nichts drauf liegen. Ich finde es eigentlich schade, dass man beim Flugzeug tatsächlich so wenig gefunden hat, nur. Ich hätte mehr erwartet. Also ich meine jetzt nicht an sich mehr, sondern mehr Ressourcen. Weil die sind ja im Spiel schon implementiert. Wäre nicht schwierig gewesen, aber das muss man natürlich den Entwicklern überlassen. Finde ich aber irgendwie doof, dass. Ja, eigentlich, es macht schon Sinn für das Überleben. Man will ja hart überleben, aber irgendwie, es fühlt sich nicht so an im Story-Modus hier, dass es so ein hartes Überleben ist. Weil irgendwie so ein bisschen ein großer Teil schon vorgegeben ist. Es ist eher Story, ich merk's schon. Aber es ist schön umgesetzt, auf jeden Fall. Für das, was es ist. Wer gut zielt, leidet nie Hunger. Ah, stimmt, ich kann mit Steinen ja Hasen abwerfen. Jo, das ist auch das Erste, worauf ich kommen würde. Boah, da kann man sich aber auch pieksen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Texturfehler. Macht ja keinen Sinn, dass da einfach so ein Stock aus der Erde kommt. Und man sich dann da, also der dann so spitz ist sogar noch. Also die wollen ernsthaft... Okay, das war eine vorgefertigte Brücke. Das war eine vorgefertigte Brücke, danach sieht's auf jeden Fall aus. Das erkenne ich doch aus 100 Kilometern Entfernung. Na gut, Kilometer ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Ja, hier ist nichts mehr. Normalerweise gab es ja noch diese Luckpawling, diese Pilze, die an Baumstümpfen gerne mal wachsen. Unterkühlungsrisiko. Ja, ich weiß. Und ich wusste gar nicht, dass man Steine so dermaßen gut aufheben kann. Das haben sie jetzt auch überarbeitet. Warte mal. Waffen, Steine. Ach du Scheiße. Ah, so mache ich das in echt auch immer ganz gerne. Call of the Long Dark. The Long Dark of Duty. The Long Dark Calls. Treffer! Nicht, dass ich das an sich lustig will. Alter Scheiße, Mann. Oh. Die können ganz schön schreien irgendwie, ne? Ich wusste früher gar nicht, dass Hasen schreien können. Also so. Das sind ja auch komische Geräusche. So, wie viel halte ich denn noch aus? Ja, die Unterkühlung ist jetzt nicht so schlimm. Ah. Es gibt Schöneres, als Hasen mit Steinen zu jagen. Ich muss die wahrscheinlich auch killen dann. Scheiße, Mann. Nicht, dass die Leute, die hier zugucken, denken, ich wäre ein schlechter Mensch. Ich würde mir das in echt auch erstmal gut überlegen, ob ich das mache. Scheiße. Na, das ist doch kacke. Mit so ein paar Steinen hier. Die rennen ja sogar weg, bevor der Stein überhaupt getroffen hat. Das, da habe ich auch Respekt vor. Ah. Statt mal irgendwo steht, wie viel ich auf Lager habe, ne? Muss mir das immer merken, alles. So, vom Sprinten sollte einem sogar warm werden, wenn man Glück hat. Jetzt habe ich dieses Vieh bis hierhin verfolgt. Ey, jetzt reicht's langsamer. Wenn der einmal stehen bleibt, das wird er bereuen. Ich sag euch das. Uiuiui. Hinterher. Dafür, dass sie so klein sind, sind die verdammt schnell, Alter.
Stellt euch mal vor, wie schnell ein Mensch rennen würde, wenn der so verhältnismäßig zu seiner Körpergröße laufen wird. Someone's been here recently. Could it have been Astrid? Zedernholz. Hat sogar noch was da gelassen. Dankeschön. So nach dem Motto, jo, du wirst das schon finden, Alter. Warte mal, ich glaube, ich kann so besser zielen. Ich kann allgemein schlecht zielen mit sowas. Aber mit diesem Punkt in der Mitte lässt sich das dann doch ganz gut zielen. Also irgendwie. Ich bevorzuge das. Nur doof ist, dass man den oft nicht sieht. Achso, der wird einem gar nicht angezeigt an sich. Also nicht immer, sondern nur zu bestimmten Anlässen. Ja, das ist natürlich doof. Da muss ich ja diese Zielvorrichtung nehmen mit der Hand. Ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. So. Boah. Überhaste dich mal nicht, Alter. Jesus, ey. Ja, hier geht's auch wieder weiter. Ich denke aber mal, ich muss mal erstmal so einen Hasen fangen. So. Und ordentlich Munition natürlich. Darf nicht fehlen. So. Bartflechte kann man auch immer gut gebrauchen, das weiß ich. Moos vermeidet Infektionen. Kann man das überhaupt als Moos bezeichnen? Weiß gar nicht. Vor allen Dingen, was fressen die Hasen hier? Wovon überleben die überhaupt? Ich dachte, die sind... Genau, was ist eigentlich mit Winterschlaf? Du kannst mir nicht erzählen... Aua. Du kannst mir nicht erzählen, dass die hier die ganze Zeit rumlaufen. Jetzt kann ich auch mal Tab drücken, ohne dass das Spiel gleich immer ausgeht. Hagebuttentee. Ja, warum nicht? Das sollte helfen. Geheilt! Ja, immerhin. So, jetzt mal wieder hier. Ja, also mit Steinen werfen ist halt echt so... Ne, ich weiß nicht. Für mich ist das nix. Vor allen Dingen, es trifft auch einfach überhaupt nichts. Du hast keine Sicherheit, dass du irgendwas triffst. Wenn ich gewusst hätte, dass der eine Hase so leicht zu erledigen ist... Oder dass der überhaupt wieder aufsteht, dann hätte ich den auch direkt gekillt. Den hätte ich gar nicht laufen lassen. Hä? Sag nicht ernsthaft, ich habe da einen Stock rausgeworfen. Lol. Boah. Also die Hasenjagd ist schon mal nichts für mich. Vor allen Dingen, der wirft gar nicht irgendwie hart oder so. Und ausgerechnet jetzt geht mir die Muni aus, ey. Das gibt's doch nicht. Immer schön hinterher. Ich komme mir echt vor wie so ein Idiot. Weißt du, bis du das mal ausgewählt hast, dann ist der Hase schon wieder bei alle Berge. Wie mit Hase und Schildkröte. Ich will diesen Hasen jetzt. Oder Kaninchen, oder wie auch immer man das nennt. Jetzt komm her. Feierabend. Tut mir leid, aber... Ich habe euch jetzt lange genug gejagt. Außerdem beißt du mir wahrscheinlich gleich in den Finger. Eieiei. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht sehen wollen. Glaubt mir. Ich wollte das jetzt eigentlich wirklich nicht sehen. Wobei... Im Grunde, das ist echt pragmatisch mit den Steinen. Ich habe nie drüber nachgedacht, die Dinger so zu fangen, in echt. Ich hätte das jetzt gar nicht gewusst, wie das gehen soll. Na komm, mach mal erstmal hier Lagerfeuer. Kein Brandbeschleuniger, leider.
Naja. Boah, wie angenehm. Ich muss morgen erst um 10 Uhr arbeiten. Ich bin fast 0 Uhr und ich bin immer noch nicht müde. Ich habe so eine geile Arbeit jetzt endlich, ey. Ich bin richtig, richtig glücklich. Ah, scheiße. Im Ernst? Ja, dachte ich mir dann auch so. Komm, wir machen noch schnell das Lagerfeuer und ich mach dann mal kurz Pause gleich. Dann gehe ich die Hasen außerhalb des Videos jagen, am besten. Genau, dann habe ich auch meine Ruhe dafür. Das wird doch nichts. Das soll man jetzt bestimmt 5-mal absichtlich versuchen. Und die Wahrscheinlichkeit steigt auch nicht. Hat funktioniert. So, essen. Hä, ich hab doch einen Hasen. Oder muss ich den erst umbearbeiten? Warte mal kurz. Lageraktion. Das war woanders. Essen. Genau hier zerlegen muss ich den. 0,8, das ist ja nichts. Aber dem die Haut abzuziehen dauert zu viel. Egal, dann lasse ich den Rest einfach. So. Am wichtigsten ist immer, Sachen, die fast schlecht sind, immer zuerst essen. Also beziehungsweise Sachen, die schnell schlecht werden, die haben immer Vorrang. Und wenn man dann gar nichts mehr hat, kann man immer noch an so einem Rohrkolben oder so einer Konserve knabbern. So. Ja, so Dörrfleisch und Trockenfleisch ist scheiße, wenn man davon so durstig wird. Ein Glück, dass wir genug dabei haben. So, dann würde ich sagen, verbleiben wir erstmal so und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Long Dark Wintermute. Bis dann. Tschüss. Und ich hoffe, wir schaffen ein bisschen mehr dieses Mal. Tschüss.